Guten Morgen. Guten Morgen, Mama. Hallo, Mia. Ich habe nachher mit Mia einen Termin beim Kinderarzt. Ihr könnt aber hier bleiben. Hat Papa heute frei? Ja, aber er schläft noch. Papa hat frei, Papa hat frei. Papas Füße kitzeln. Ah, hey. Ihr seid ja lustig. Ihr hättet mich ruhig noch ein bisschen schlafen lassen können. Nein, Mama muss mit mir zum Kinderarzt. Ach ja, stimmt. Papa hat frei, Papa hat frei. Ich stehe gleich auf. So, Jungs, frühstückt gut. Papa kommt sicher auch gleich. Martin, ich muss los. Ich bin jetzt da. Guten Morgen, Mia. Sei schön brav beim Kinderarzt. Wir sehen uns dann später. Ja, bis dann. Ah, die Zeitung ist auch gerade gekommen. Dann mache ich mir schnell noch einen Kaffee. Das wird ja richtig entspannt heute. Fertig, Papa. Was habt ihr jetzt so schnell aufgegessen? Ihr seid ja schneller als die Feuerwehr. Und schneller als die Polizei. Ja, so, dann könnt ihr jetzt spielen. Ich lese gemütlich noch meine Zeitung. Papa, spielst du mit uns Verstecken? Ach, muss das jetzt sein? Ja! Hab dich, Papa. Hinter der Zeitung ist ein viel zu einfaches Versteck, Papa. Du musst dich schon schwieriger verstecken, sonst findet dich ja jeder. Also gut, dann spiele ich eine Runde mit. Eins, zwei, drei. Wo könnt ihr mich denn jetzt verstecken? Nein, ich habe eine Idee. 13, 14, 15, wir kommen! Vielleicht ist Papa unter dem Tisch? Nein, da ist er nicht. Vielleicht in der Küche. Ja, hier im Schrank. Vielleicht hinter dem Getränkekasten. Nein, da ist er auch nicht. Aber vielleicht im Mülleimer. Nein, auch nicht. Wo könnte er denn dann sein? In der Spülmaschine ist er auch nicht. Vielleicht im Kühlschrank. Nein, da ist es ja auch zu kalt. Bestimmt in einer Schublade. Da sind ja Süßigkeiten und Sachen zum Backen drin. Hm, lecker. Komm, wir müssen weitersuchen. Im Schlafzimmer kann man sich gut verstecken. Ja, komm, wir schauen schnell dort nach. Mias Bett ist ein gutes Versteck. Ich schau mal genau nach. Er ist nicht da. Unter dem großen Bett ist er auch nicht. Aber ich habe eine Spur. Eine Socke von Papa. Gehen wir nach oben. Hier gibt es nicht so viele Verstecke. Alles leer. Oh nein, mein Handy. Zum Glück sind Paul und Alex gerade oben. Sonst hätten sie mich jetzt entdeckt. Martin? Ja, was gibt's? Wir sind schon fertig beim Kinderarzt. Es ist alles in Ordnung. Ist gut. Was redest du denn so leise? Ist alles okay? Ja, ich liege nur gerade hinterm Sofa. Was? Warum liegst du hinterm Sofa? Ist etwas passiert? Nein, ich spiele nur Versteck mit Paul und Alex. Sie haben mich noch nicht gefunden. Alles klar, dann noch viel Spaß. Hier unter dem Hochbett ist er nicht. Zwischen den Spielsachen im Regal auch nicht. Jetzt müssen wir noch im Bad schauen. Nur Klopapier, aber kein Papa. Nö. Wo steckt er denn nur? Wir müssen halt noch mal unten schauen.
was ist denn da? Ich glaube, wir finden ihn. Vielleicht ist er weggegangen und hat uns allein gelassen. Oh nein, er hat uns ganz alleine hier gelassen. Was machen wir jetzt? Wir müssen die Polizei anrufen. Nein, hier bin ich. Ich lasse euch doch nicht alleine. Papa, juhu, Papa. Ich war doch die ganze Zeit hinterm Sofa. Wie hast du nur hinter das Sofa gepasst? Naja, etwas unbequem war es schon. Aber hinter das Sofa passe ich immer noch besser als in eine Schublade. Du meine Güte, wie sieht denn das hier aus? Warum habt ihr denn alles ausgeräumt? Wir dachten, du hättest dich dort versteckt. Da passe ich doch gar nicht rein, Jungs. Wie sieht denn das in der Küche aus? Papa, spielst du noch eine Runde Verstecken mit uns? Bitte! Nein, nein, wir spielen jetzt eine Runde Aufräumen. Und zwar bevor Mama nach Hause kommt. Nein, wir verstecken uns jetzt. Ja, Paul und Alex halten ihren Papa noch ganz schön auf Trab. Wir hoffen, euch hat diese kleine Geschichte gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier unseren Kanal abonnieren. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und wenn ihr noch ein anderes Video von uns schauen wollt, dann könnt ihr hier gleich eines dieser drei auswählen, einfach anklicken und gleich weiterschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.